Leute, herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick. Jetzt gibt's die Themen der Woche. Mein Name ist Maike. Intro ab und los! Strafen für illegale Einwanderer und keine Schulpflicht mehr. Die Schulpflicht wird natürlich nicht ganz abgeschafft. Und eigentlich war das auch nur ein verrückter Vorschlag des Oberbürgermeisters von Erfurt, Andreas Bausewein. Der hat vorgeschlagen, die Schulpflicht für Kinder von Geflüchteten auszusetzen. Dazu hat er einen offenen Brief an die Bundesregierung und die Landesregierung von Thüringen geschrieben, dass diese Kinder nicht mehr zur Schule gehen sollen, wenn ihr Status nicht abschließend geklärt wäre. Ist ein Kind länger als 3 Monate in Deutschland, wird es zur Schule geschickt. Das, so meint Bausewein, würde die Kommunen aber einfach überfordern. Das wäre einfach zu teuer, schrieb er. Tom Erdmann, der Vorsitzende der Berliner Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, kommentierte das in einem Interview so: Wenn die Kinder teilweise 14 Tage oder noch länger aus der Schule raus sind und kein geregeltes Leben haben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie später schlecht integriert sind. Auch andere Kommunen wollen die Schulpflicht beibehalten. Großbritannien versucht sich auch in Flüchtlingspolitik. Um illegale Einwanderer abzuschrecken, sollen die Strafen erhöht werden. Bis zu 6 Monate Haft, wenn sie eine Arbeit annehmen, sieht ein neuer Gesetzentwurf vor. James Brokenshire von der Einwanderungsbehörde sagte dazu: Wenn sie hier illegal sind, werden wir Maßnahmen ergreifen, um sie am Arbeiten, am Mieten einer Wohnung, Eröffnen eines Bankkontos oder am Autofahren zu hindern. Auch jemand, der den Einwanderern die Arbeit gibt, soll hart bestraft werden. Geldstrafen oder bis zu 5 Jahre Haft soll es für Wiederholungstäter geben. Außerdem sollen Schanklizenzen und Gehälter vom Staat eingezogen werden können. Oder der Laden wird direkt dicht gemacht. Bravo! Haushaltsüberschuss in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass die Kommunen, die Länder und der Bund im ersten Halbjahr diesen Jahres ein ordentliches Plus gemacht haben. 21,1 Milliarden Euro sind zusätzlich im Pott. Da die Wirtschaftslage und der Arbeitsmarkt in Deutschland derzeit ganz gut laufen, profitiert der Staat davon. Wie das zweite Halbjahr ausfallen wird, lässt sich noch nicht genau sagen. Im Schnitt fällt es jedoch meistens etwas schwächer aus als die erste Jahreshälfte. Laut der Prognose hätte das Ergebnis noch besser ausfallen können. Grund für die schwächeren Zahlen ist die große Anzahl an Streiks dieses Jahr. Zum Beispiel bei der Lufthansa, der Post oder der Bahn. Aber naja, Geld ist ja nicht alles. Henker in Saudi-Arabien sind gut beschäftigt. Amnesty International hat einen Bericht vorgelegt, in dem es um die Todesstrafenanzahl in Saudi-Arabien geht. Im Namen des Gesetzes hat das Land von August 2014 bis Juli 2015 175 Menschen hinrichten lassen. Also wurde im Schnitt jeden zweiten Tag ein Mensch getötet. Im Jahr zuvor lag die Zahl der Hinrichtungen bei nur 90. Saudi-Arabien lässt Menschen nicht nur für Mord hinrichten. Vergewaltigung und Drogenhandel können auch dazu führen, dass die Todesstrafe angewandt wird. Ganz fortschrittlich zeigt sich das Land auch bei einem weiteren Grund, jemanden hinzurichten: Hexerei. Amnesty berichtet außerdem, dass auch Minderjährige gerichtet werden können. Die Hinrichtung erfolgt durch geköpft oder erschossen werden. Eine geistige Behinderung schützt auch nicht vor dem staatlich verordneten Tod. Aber hey, die meisten der Hingerichteten waren bestimmt geständig. Immerhin versichert sich Saudi-Arabien gerne, dass jemand schuldig ist, indem Folter eingesetzt wird. Russland muss Schadenersatz zahlen. Im September 2013 hatte die russische Marine ein Schiff von Greenpeace geentert und die 30 Mann starke Besatzung festgenommen. Die wurden dann wegen Piraterie und dann nur noch wegen Rowdytum angeklagt. Im Dezember 2013 wurden sie dann freigelassen. Die Aktivisten hatten gegen Ölbohrungen in der Barentssee demonstriert, die da von Gazprom durchgeführt werden. Das internationale Schiedsgericht hat nun bestimmt, dass Russland mit der Aktion gegen internationales Recht verstoßen habe. Russland soll nun Schadenersatz zahlen. Die Aktivisten wurden wochenlang festgesetzt. Da das Schiff unter der Flagge der Niederlande unterwegs war, hatte das Land geklagt. Die Höhe der Summe ist noch nicht bekannt, ebenso wenig, ob Russland wirklich zahlt. Prozess wegen Drogen im Kinderzimmer. Diese Woche hat ein Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen, der von seinem Kinderzimmer aus 914 Kilogramm Drogen verkauft hatte. Zunächst hatte er im Darknet begonnen, zog dann aber einen Online-Shop im normalen Internet auf, den er Shiny Flakes nannte. Der Shop hatte dann Kokain, Meth, Heroin, LSD und so weiter im Angebot. Das war dann so ähnlich wie Amazon. Mehr als 13.000 Bestellungen soll er bearbeitet haben. Anfang des Jahres wurde er dann von der Polizei festgenommen. Die Drogen selbst sollen aus den Niederlanden gekommen sein. Die Einnahmen des Shops sollen bei rund 4 Millionen Euro liegen. Das Urteil in dem Prozess wird im Oktober erwartet. Es ist mal wieder Zeit für einen Trump der Woche. Der gute Donald Trump wird bei den Amerikanern immer beliebter. Und natürlich hat er auch diese Woche gezeigt, wie man sich so richtig schön politisch inkorrekt präsentiert. Während einer Pressekonferenz bekam Trump ein paar Fragen
Fragen zu seiner geplanten Einwanderungspolitik gestellt. Die waren allerdings eher kritisch als zustimmend und das lässt sich an Donald Trump natürlich nicht gefallen. Was macht man also mit einem frechen Journalisten? Man setzt ihn vor die Türe. Naja, nicht persönlich, das ist eine Aufgabe für das Sicherheitspersonal. Bei dem Journalisten handelt es sich um Jorge Ramos. Der arbeitet für einen spanischsprachigen TV-Sender in Los Angeles. Er kritisierte, dass Trump 11 Millionen Einwanderer abschieben wollte und auch dessen Plan, einen 1900 Meilen langen Grenzzaun errichten zu wollen. Die Fox-Moderatorin Megyn Kelly nannte Trump auf Twitter dann auch noch grob auf Deutsch übersetzt eine Tussi. Update im NSA-Skandal. Die NSA ist, was Software angeht, ja ganz gut aufgestellt. Mit X-Keyscore hat die Behörde ein Tool, mit dem sich Daten sammeln und auswerten lassen. Mit der ist es zum Beispiel auch möglich, Benutzerdaten und Passwörter herauszufiltern, für Facebook oder verschiedene E-Mail-Dienste zum Beispiel. Und das wurde dem deutschen Verfassungsschutz auch mal gezeigt. Die wollten die Software daraufhin auch haben. Die beiden Behörden mussten dann recht lange verhandeln, bis man sich über eine Gegenleistung einig war. Der Deal war dann recht einfach. Die deutsche Behörde verpflichtete sich, alle Daten, die mithilfe der Software gewonnen werden, an die NSA weiterzuleiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf nur mit Zustimmung einer Kommission des Bundestages einzelne Personen überwachen. Wenn das Amt allerdings auch Metadaten sammelt und weitergibt, befindet es sich in der Grauzone. Es ist nicht klar, ob das jetzt erlaubt ist, so hätten es die Überwachungsdienste natürlich gerne, oder strikt verboten ist. Die Software der Amerikaner macht die Auswertung der Daten einfacher. Vorher musste sich irgendwer persönlich damit beschäftigen und auswerten, was jetzt ein Rechner übernehmen kann. Wer jetzt genau abgehört wurde, dazu will sich der Verfassungsschutz nicht äußern. Und jetzt noch der Fail der Woche. Wenn man teure Kunstwerke ausstellt, sollte man schon darauf achten, dass die für das Publikum zwar gut zu sehen, aber auch sicher sind. In Taiwan hat man da jetzt vielleicht ein wenig dazugelernt, nachdem ein 12-Jähriger ein Gemälde zerstört hat. Das Bild von Paolo Porpora ist ungefähr 350 Jahre alt und wurde in einem Museum ausgestellt. Eine Sicherheitskamera hatte aufgezeichnet, was passierte. Der Junge schlenderte an dem Bild vorbei, verlor das Gleichgewicht und versuchte sich irgendwo abzustützen. Problematisch, dass die einzige Stütze in der Nähe das 1,3 Millionen Euro teure Gemälde war, das nur mit einer kleinen Absperrung gesichert war. Das 2 Meter hohe Bild bekam ein faustgroßes Loch verpasst. Aber zum Glück muss der Junge das Gemälde nicht bezahlen. Es sei gut versichert, teilte das Museum mit. Es wird zur Restaurierung zurück nach Italien geschickt. Hier und hier kommt ihr jetzt noch zum Short über Donald Trump und hier geht's darum, was eigentlich Kunst ist. Was war eure Nachricht der Woche? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.